Ja, hallo, werte Kapitäne der Hochsee. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute schauen wir uns ein Schiff an, was wir, glaube ich, schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen haben. Und zwar die Zao. Aber spielt nicht alleine, nein, er hat auch noch eine Rhone und eine Iowa dabei. Also er ist hier Top-Tier mit seinem 10er und 10er, 9er, 8er Gefecht. Das ist schon mal sehr schön. Whitebeard, vielen Dank übrigens natürlich für die Einsendung. Und ja, jetzt wird erstmal hier ein bisschen die Zeit überflogen. Und jetzt schauen wir mal, da wechselt er jetzt auf die und dementsprechend gehen wir jetzt in die Realgeschwindigkeit mit der großen Kurfürst, der Izumo und Friedrich der Großen sind da auf jeden Fall drei Schiffe, die alle tierisch unangenehm für ihn sein können und werden. Aber die erste HE-Salve direkt mal zwei Brände und 7000 Damage. Und wir sehen oben, schaut's mal direkt, wie das weiter tickt. Glücklich, dass er jetzt hier selber keinen Treffer erleidet hat. Also er geht jetzt auch direkt auf die Izumo, weil er schon gesehen hat, so gesehen, ja, genug Brand auf der anderen. Da gehe ich jetzt auf die und schaue, ob ich da noch wieder was anzünden kann. Und auch hier der Brand. Aber da ein satter Treffer und direkt nur noch 22.000 Hitpoints, also der war ganz massiv. Da kommt auch jetzt sofort die Heilung. Aber oben schon 47.000 Hitpoints dem Gegner abgezogen. Jetzt wird hier ein bisschen gekuschelt mit einer Bismarck. Ob das so bequem ist, weiß ich auch nicht, aber er macht es auf jeden Fall mal. Auch Friedrich der Große wird jetzt erstmalig befeuert. Mal schauen, ob er da auch ebenfalls den Brand legen kann. Ne, zwar auch schön 5000 Damage knapp, aber eben kein Brand. Vielleicht diesmal, ja. Kommt schon nicht schlecht und da brennt sie doch auch schon. Sehr fein. Mittlerweile kein Damage mehr, den er hier durch Brände bekommt. Also jetzt muss er wieder nachlegen. Aber Friedrich der Große kommt hier gleich ums Eck. Also von dem her gleich die nächste Möglichkeit hier wieder ein bisschen zu zündeln. Und da klappt es auch sogar direkt wieder. Auch der brennt erstmal. Und jeder Tick immer um die 500, das ist einfach schon verheerend. Das tut schon richtig weh und das merkt man auch als Kapitän. Match ist 5 Minuten alt und der hat schon 77.000 Schaden. Auch hier direkt wieder der nächsten Brand, den er da auslöst. Also als Brandstifter, da weiß er ganz genau, was er hier gerade macht. Muss nur aber aufpassen, dass er hier jetzt nicht in den Fokus der gegnerischen Schiffe gerät, weil man sieht, die Rhone von ihm, die ist so gut wie weg. Die hat kaum mehr was. Der Torpedo-Fächer, der müsste natürlich jetzt treffen. Ah, leider hier jetzt nicht das, dass er jetzt hier noch weiter den Schutz der Rhone genießen kann, sondern jetzt wird er das erste Ziel werden. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, aktuell ist er gerade ein bisschen passiv, schießt nicht, weil er natürlich jetzt eben gerade, das ist wahrscheinlich bis aktuell zumindest das Ziel gewesen, nicht beschossen werden will. Bis gerade war er eben auch nicht offen, jetzt ist er es aber wieder. Hat aber gut abgewartet, weil jetzt kann er wieder ein bisschen reinfahren. Davor hat er hier die Insel noch im Weg gehabt, wäre also hier auf die Insel aufgelaufen, aber jetzt kann er
sozusagen immer seine Seite so ein bisschen schützen. Große Kurfürst rennt mal wieder. Diesmal nicht, aber er bleibt weiterhin am Brennen. Das ist ja das, was er will. Nicht umsonst schon 112.000 Schaden. Und auch Friedrich der Große hinter ihm, auch da wieder mal ein paar Schüsschen hingesetzt. Auch da wieder der Brand. Also es ist ja schon mittlerweile lächerlich, wie hoch die Brandwahrscheinlichkeit ist, die er da auslöst. Wahnsinnig einfach nur. Muss aufpassen, bloß nicht nochmal so eine dicke Kelle bekommen. Ah, schöner Treffer, 6.500 Damage. Ja, Friedrich der Große, der hat schon nicht mehr so viel. Nur noch 28.000 Hitpoints. Deswegen dreht er jetzt wohl auch mal bei. Aber brennt er wieder. Ja, wie soll es denn auch anders sein? Ohne Brände geht halt nichts. Na, wie fliegen die? Wie kommen die? Die schauen nicht so schlecht aus. Aber verhältnismäßig für seine Geschicke viel zu wenig Schaden. Ja, der Gegner ist von den Cap her unglaublich dominant. Hat fast alle Ringe für sich beansprucht. Also das ist natürlich jetzt... was wo wirklich nicht gut aussieht. Gegner hat sowohl mehr Schiffe als auch alle Cap-Zonen. Und wir sehen ja auch die Tickets wahnsinnig nach oben gehen. Also das ist, schaut nicht gut aus, muss man mal ganz realistisch sagen. Und jetzt fährt er hier in den Bereich rein. Vielleicht ja auch einen Punkt, den er da erobern kann. Wobei, da ist aber auch ein Gegner-Schlachtschiff noch in dem Ring. Also auch hier kann er den jetzt nicht so einfach einnehmen. Schüsse fliegen da in seine Richtung. Bloß jetzt nicht doof getroffen werden. Schön immerhin weiter den Gegner treffen. 150.000 Damage. Oh! Da sofort jetzt die Heilung wieder. Kurfürst, Obacht. Alles gut, er hat nichts großartig einstecken müssen. Die Torpedos sind ja auch am Lauf und zwei Brände auf der Kurfürst. Ja, die Hipper könnte man mit AP auch mal beschießen. Allerdings hat er natürlich jetzt da einen doofen Winkel direkt hinter der Insel. Das
So. Hipper kommt da immer näher. So, und jetzt kommst du da rum. Torpedos sind raus. Brände sind vorhanden. 8000 Schaden. Jetzt nochmal zwei schöne, schnelle Treffer. Aber er ist sehr seitlich. Obacht. Aber auch Hipper schießt mit HE. Also da jetzt keine Gefahr mit Zitadellen. Und er schießt AP. Ach, da hat jetzt nur 5000 Schade. Vielleicht ein bisschen bäuchiger schießen müssen. Bisschen mehr mittig und auf Wasserhöhe. Aber trotzdem war das schon sehr dominant, dass man erstmal so einstecken muss aus Sicht der Hipper. Aber wie gesagt, Tickets ganz massiv, wobei die Bismarck jetzt die Hipper rausgenommen hat. Kaum mehr Hitpoints vorhanden gewesen, da war es natürlich jetzt auch nicht allzu schwer. Sein Kamerad hat hier die Division verlassen. Entweder ist es hier schon die Angst der Niederlage oder einfach es wurde gekocht und jetzt muss gegessen werden. Keine Ahnung, alles möglich. Izumo auf jeden Fall da jetzt im Fokus. Es ist Wahnsinn, der hat schon 181.000 Damage gemacht und noch kein einziges Schiff versenken können. Also das ist natürlich schon sehr bitter. Und man sieht, obwohl der Gegner wirklich die Zonen sehr gut und lange besetzen konnte bisher, aber ticketsmäßig sind sie jetzt noch nicht so enteilt, dass man sagen kann, das Game ist schon durch. Ist natürlich verdammt schwer, da noch was zu machen, das ist ganz klar. Aber es ist noch nicht aussichtslos. Und jetzt holt er sich das Großkaliber da in dem Augenblick. So, was ist mit der Kurfürst? Will sie da auch nochmal brennen? Will sie da noch was einstecken? Ja, brennen will sie auf jeden Fall nochmal. So, auch hier die nächsten sitzen auch wieder, aber alle abgeprallt. Das war leider nichts. Aber jetzt natürlich wieder der Brand. Schon mittlerweile der 15. in der Runde. Das ist einfach abnormal. Ja, warum denn auch nicht noch ein Brand? Langsam wundert es mich ja nicht. So, und hier die nächsten Treffer. Jetzt könnte es aber wirklich mal was mit der Versenkung von der Kurfürst werden. Und endlich haben wir den ersten Kill von ihm. So soll es doch sein. Und die Izumo, die ist da jetzt im Rückwärtsgang. Und jetzt wird es natürlich langsam, aber sicher geht's und dreht sich zugunsten seines Teams. Gegner hat noch 4 Schiffe, sein Team hat noch 5 Schiffe. Und er hat hier mit der Izumo den nächste Feuer gelegt. Und da wird sie auch von der Rhone zerstört. Also jetzt wird es langsam, aber sicher immer deutlicher. Jetzt nehmen sie auch den ersten Bereich mal langsam ein. Und er fährt hier Richtung Mitte, um auch den da jetzt mal ein bisschen zu fokussieren. Und jetzt schaut es sehr gut langsam aus. 5 Schiffe gegen 3. Ticketsmäßig liegt der Gegner zwar vorn, aber jetzt holen sie sich eben die Bereiche. Und jetzt wird das Feuer auf die Amagi eröffnet. Noch 8 Sekunden für den mittleren Ring. Noch 30 für den inneren.
So, den ersten Ring haben sie. Und eben noch 25 für das Epizentrum. Die Frage, schießt er jetzt drauf? Ja, er schießt drauf. Weil jetzt fahren auch hier wieder seine Mates mit rein. Nur noch 5 Sekunden. Dann gehört ihnen auch der. Und zack, erobert. Da kamen die Schüsse von der Amagi einfach zu spät. Natürlich. Brand Nummer 19. So, vielleicht versenkt er den ja jetzt mal mit dem Brand. Noch 200, kommen sie. Ach, und die Rohan hat ihn weggezündelt. 237.000 Schaden und einen einzigen Kill. Das ist wirklich ein bisschen undankbar. Ansonsten könnte es einfach nicht besser laufen. Das muss man einfach mal sagen. Und jetzt holen sie sich auch da den äußeren Ring. Also da hat sich die Runde aber massivst gedreht. So hat es zwischenzeitlich gar nicht ausgesehen, als ob das hier noch ansatzweise ein Sieg werden könnte. Aber man sieht, manchmal kommt es dann doch ganz anders, als es den Anschein erweckt. So, noch 0 Sekunden und schon haben sie alles. Da drüben Friedrich der Große. Auch nur noch 17.000 Hitpoints. Auf den scheint er sich jetzt gleich ein bisschen fokussieren zu wollen. Und Brand Nummer 20 in dieser Runde. So, Obacht, vor ihm hat er ja jetzt auch noch was, aber er bleibt erstmal auf der Großen. Komm, Friedrich, sinke! Sinke! Ich glaube, der wird sich Ähnliches denken. Alter Schwede, ich habe gerade 241.000 Schaden in der Runde gemacht. Oh, jetzt brennt er ausnahmsweise. Das ist ja mal was Neues. 2 Zieltreffer, aber abgeprallt. Die Runde dauert noch 55 Sekunden. Jetzt geht er auf die Moskwa noch drauf. Er brennt wieder. Jetzt muss er gegenheilen, ganz genau. Und auch da, natürlich kann er das ebenfalls. Wird jetzt hier getroffen. Er hat wieder eine nächste Salve HE. Noch 35 Sekunden ist die Runde. Die Moskwa ist das letzte Schiff. Mal schauen, was hier so drin ist. Brennen tut er nach wie vor, aber das ist ja jetzt scheißegal. Er zündet auch gleich zweimal an. Der 25. Brand für ihn in dieser Runde. Damit sage ich schon mal vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Torpedos landen leider nicht mehr im Ziel. Aber wir haben eine wahnsinnig geile Runde vom Damage gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.